Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. In dem Video werde ich den Estrich in der ganzen Wohnung neu machen. Warum macht man eigentlich einen Estrich? Der Estrich hat eigentlich nur den Sinn, die ganzen Wasserleitungen und Abflussleitungen und Stromkabel zu überdecken. Wie startet man jetzt sowas? Als erstes werde ich mal den ganzen Boden da halbwegs zusammenräumen. Werde mir so Putzspritzer mit dem Hammer locker hauen und wegtun. Und dann sehen wir uns gleich. Damit ich mein ganzes Werkzeug, das da so rumliegt, ja, ich kenne mich aus in diesem Chaos, danke für die Nachfrage, nicht wegräumen muss, werde ich den Estrich in zwei Teilen machen, und zwar einmal das Badezimmer, Abstellkammern und Vorraum. Dann mache ich da einen Schnitt und mache dann im zweiten Teil das Wohn-, Ess-, Schlafzimmer. Und ich werde da jetzt auch gleich noch die Stufe wegmachen, damit ich den Estrich bis ganz hinten ins Eck hinlegen kann. Ich sag's euch, fast alles in der Wohnung haben's richtig schlecht gemacht, aber die Stiege haltet richtig gut. War fast nicht anstrengend. Kurzer Tipp, und zwar auf der Baustelle stehen immer mal irgendwo Nägel oder Schrauben raus. Deshalb Tipp von mir: Kauft sich gescheite Sicherheitsschuhe. Ich habe da jetzt die neuesten von Nike. Die haben auch so eine Belüftung da vorne. Bin echt zufrieden. Ich habe da jetzt einmal kurz den Bodenaufbau skizziert. Und zwar ist da die oberste Linie, ist die fertige Fußbodenoberkante. Das da ist unsere Fliese. Die ist circa, beziehungsweise Fliese mit Fliesenkleber, ist circa 2 cm dick. Darunter kommt unsere elektrische Fußbodenheizung hin. Die ist circa 1 cm dick. Dann mache ich 5 cm Estrich. Und den Rest zwischen dem jetzigen Betonboden und meinem Estrich werde ich mit Dämmung auffüllen. Dadurch, dass der jetzige Fußboden nicht gerade und sehr uneben ist, brauche ich ja unterschiedlich starke Dämmung, weil der Estrich soll überall gleich dick sein. Das heißt, ich muss meine Dämmung jetzt da so hoch machen, dass ich 8 cm unter der fertigen Fußbodenoberkante bin. Das heißt, dass ich die Dämmung bis 108 cm unter meinem Meterriss machen muss. Jetzt braucht man einen Rotationslaser, beziehungsweise brauchen nicht unbedingt, aber es ist halt deutlich einfacher. Man kann es auch mit einer langen Wasserwaage alles machen, aber so wird es einfach viel genauer. Und zwar verwende ich da einen Hilti BR30 HVS. Den habe ich auch gebraucht gekauft. Der Laser hat kostet, ich glaube, 600 Euro, das Stativ noch einmal so 200. Also ist ein relativ teures Gerät, aber kann man sich auch ausborgen. Würde ich stark empfehlen, wenn man sowas nur einmal macht. Ich hoffe, man kennt es da auf der Kamera, aber da ist ein Laser drinnen, der da rotiert. Deshalb heißt der Rotationslaser. Und der macht mir überall an der Wand eine Linie. Ich stelle mir diese Linie jetzt da genau auf meinen Meterriss ein. Ich hoffe, man erkennt es da halbwegs. Nimm mir jetzt da einfach einen Holzstab, messe mir von unten 1,8 Meter, also die Oberkante von meiner Dämmung. Mach mir da einen Strich. Und nehme mir jetzt da mein Empfängerteil. Das ist bei jedem Rotationslaser dabei. Da ist auf der Seite so eine kleine Linie. Stelle mir jetzt die Linie genau auf den Strich ein, wo ich es da gemacht habe, und keile das Holz da hinten ein. Das ist eine Schraube, mit dem kann ich das einfach festschrauben. Jetzt schaltet man das Gerät ein. Und jetzt hört man schon, dass das da piept. Je näher ich hinkomme, da fängt es erst langsam an zu piepsen und dann wird es immer schneller. Also wenn ich jetzt da langsam runtergehe, jetzt steht da sogar noch rum, okay, mir fehlen da jetzt noch 16 mm. Ja, und so wäre ich genau auf der Höhe. Das heißt, ich sehe jetzt da, wenn ich durchgehe, gut, da werde ich 37 mm Schüttung machen müssen. Als Dämmung verwende ich jetzt eine zementgebundene Ausgleichsdämmung für Unterböden. So ein Sack kostet 20 Euro, sind 80 Liter drinnen. Den mischt man sich einfach mit 10 bis 12 Liter Wasser pro Sack an. Ich fange jetzt da hinten an und arbeite mich aus dem Badezimmer hinaus. Jetzt schütte ich das einfach einmal dahin. Jetzt verteile ich das da mal grob. Und nehme da jetzt einmal einen Punkt, wo ich ein bisschen drauf stampfe. Und halte da mal mein Ding hin. Jetzt sehe ich da, ich bin 12 mm zu hoch. Das heißt, ich tue mir da ein bisschen was weg. Jetzt hört man, der piepst fast durchgehen. Das ist 0 oder 1 mm daneben. Das Ganze verteile ich mir jetzt so, dass ich überall auf der Höhe bin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe die Dämmung jetzt da übers Wochenende aushärten lassen.
Jetzt brauchen wir eine PE-Folie, eine Polyethylenfolie. Die werde ich mir jetzt einmal überall ausbreiten. Jetzt braucht man einen Randdämmstreifen. Der schaut so aus. Der hat da auch so eine Lasche. Ich mache mir das immer, wenn meine Hand jetzt die Wand ist, dann kommt der so hin. Das da auf der Unterseite, lasst man einfach in den Raum reinstehen. Festmachen tut man sowas am besten mit einem Hammerdacker. Da haltet man sich den einfach hin, haut dagegen und dann ist der eigentlich fest. Ich stelle mir jetzt da meinen Laser auf 1 Meter plus 2 plus 1 cm, also auf 1 Meter 3 ein. Das ist dann genau die Oberkante vom Estrich. Das gilt für überall außer in der Dusche. Jetzt braucht man jede Menge Estrich, und zwar habe ich davon Bau mit, Estrich und Füllbeton. Den kann man händisch oder maschinell anmischen. Ich bin jetzt auf der motivierteren Seite. Und zwar braucht man dafür einen 40 Kilo Sack 4 Liter Wasser. Achtet darauf, dass ihr bei jedem Sack, den ihr anmischt, genau diese 4 Liter verwendet. So, wir beginnen jetzt gleich mit der schwersten Stelle, und zwar mit der bodengleichen Dusche. Ich habe mir da schon mal anzeichnet, wie groß die Dusche werden soll. Jetzt brauchen wir da außerhalb, müssen wir genau auf unsere 1,3 Meter unter Meter ist. Und von diesem Meter machen wir dann da überall ein Gefälle hin, dass das ganze Wasser Richtung Duschrinne rinnt. Das heißt, ich gehe jetzt einmal her, mache mir da eine Estrichbahn her, die gratis, und da eine Estrichbahn her, die gratis. Und dann mache ich da ein kontinuierliches Gefälle zur Dusche hin. Und da hinten, da auf der Seite, brauchen wir so ein Gefälle, übertrieben gezeigt, und da natürlich ein Gegengefälle, dass wirklich das ganze Wasser alles da reinrinnt. Jetzt habe ich da überall ein schönes Gefälle hingemacht. Wenn das so auf der Wasserwaage ausschaut, ist das völlig ausreichend. Damit man die Oberfläche jetzt verdichtet, nimmt man ein Reibbrett, gibt es in jedem Baumarkt, und reibt da einfach so drüber. Als nächstes mache ich mir da am Rand jetzt eine Estrichbahn und da eine Estrichbahn, mache mir die beide gerade, und dann kann ich mit der langen Wasserwaage so da drüber ziehen. Muss ich mal kurz demonstrieren, wie schief diese Wohnung ist. Ich habe den Laser da jetzt in der Raummitte auf ungefähr 0 mm gestellt. Wenn ich da jetzt da 3 Meter rüber gehe, dann sehen wir, dass wir da unglaubliche 20, 25 mm höher sind als in der Raummitte. Thank you.
Bis der Estrich jetzt da so durchgetrocknet ist, dass man da ein Parkett drüber legen kann, dauert es, jetzt festhalten, 6 bis 8 Wochen. Ja, das ist sehr lang. Aber es ist halb so schlimm, weil die Küche kommt erst in 3 Monaten. Wenn es einmal schneller gehen muss, gibt es von Baumit einen Speedfaser-Estrich. Der ist schon nach 24 Stunden belegbar. Kostet allerdings, ich glaube, das Fünffache. Ich sage wieder mal danke fürs Zuschauen. Nächsten Sonntag geht's weiter mit dem Decke abhängen. Macht es gut, Baba.